wo ist das Gebet besser für die Frauen? In der Moschee oder zu Hause? Das beste Gebet für die Frauen ist zu Hause, liebe Geschwister. Und ich spreche hier speziell die Schwestern an. Das beste Gebet für euch, möge Allah Azzawajal euch segnen, ist zu Hause zu beten. Eine Frau kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und das war in Masjid al-Nabawi, das bedeutet in Medina, zählt tausendfach. Und sie sagte, ja Rasulallah, ich liebe es hinter dir zu beten. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich weiß, doch das Gebet für dich zu Hause ist besser. Das bedeutet, subhanallah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr gesagt hat, dass das Gebet für sie zu Hause besser ist, obwohl sie in Masjid al-Nabawi war und dass der Lohn des Gebetes dort vervielfacht wird. Trotzdem war das Gebet für die Frau zu Hause besser. Natürlich heißt das nicht, dass man nicht als Frau in die Moschee gehen kann, um auch an den Segen teilzunehmen und auch das Schöne zu machen, nur unter Voraussetzung, dass die Frau, wenn sie rausgeht, sie bedeckt rausgeht, dass sie kein Parfüm aufträgt und eine Fitna für die Männer darstellt. Und dass, wenn sie rausgeht, dass sie sich auch schamhaft benimmt, so dass sie sich nicht unter den Männern mischt beim Tarawih-Gebet. Wallahu ta'ala a'la wa'alam, dann liegt auch nichts daran, dass eine Frau in der Moschee, Wallahu ta'ala a'la wa'alam.